Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zu einem neuen Schrein-Video. Heute wollen wir uns den Monja Thoma Schrein angucken, ja? Der ist diesmal mal wieder einer der Schreine, die relativ einfach zu finden sind, denn man muss einfach hier hingehen, ja? Hier befindet sich Turm der Hügel, einfach nördlich vom Turm der Hügel, hier auf diesem Ding, da seht ihr die Marita-Hügel. Und die Marita-Hügel und genau hier auf diesem Stück, da unten befindet sich der Schrein. Man muss keine Schreinaufgabe machen, der befindet sich schon da. Ja, und dann geht man eben einfach hin und einfach in den Schrein rein. Ja, da sind wir auch gleich im Schrein drin. Was müssen wir hier machen, ja? Wir sehen schon, ein Ball. Okay, Ball, Kugel, das ist immer verdächtig. Ja, und wir sehen diese Vorrichtung hier, die dazu gedacht ist, Bälle kaputt zu machen, beziehungsweise Bälle wegzuschießen. Ja, und wir sehen, dass hier ein paar Holzkisten sind und sich hier hinter eine Mulde befindet und dahinter der Seli. Ja, was wir machen müssen, ist natürlich mal wieder logisch. Wir müssen zuallererst die Kisten wegbomben, ja? Nachdem wir das gemacht haben, machen wir zu guter Letzt und heute werden wir einfach mal die Schatztruhe mitnehmen, einfach weil sie auf dem Weg liegt, das hier zweimal betätigen, ja? Und dann zeige ich euch schon mal das ganze System, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, also man muss, ja. So, wir lassen uns erstmal hier rüber schießen, ja, okay. Ich zeige es euch doch nicht, weil ich war zu blöd, also ihr habt das Prinzip verstanden, denke ich mal, man lässt sich da hinschießen und lässt sich dann da oben schießen auf die Truhe. Im nächsten Schritt geht man dann hin, wartet bis der hier, komm, geh mal runter jetzt, wartet bis der unten ist, um das Ganze nochmal zu betätigen und wirft dann die Kugel da oben rein, damit die Kugel dann wie von Zauberhand ganz alleine jetzt gleich darüber katapultiert wird, ja, und dann in den nächsten, wow, in den nächsten katapultiert wird und von da aus natürlich nochmal in die Mulde, wo sie letztendlich dann auch hin soll und uns die Tür zum Seli öffnet. Komm, mach auf jetzt, lass mich rein, Sesam, öffne dich. Oh nein, es ist aufgegangen. Ja, und da ist es geöffnet. Ja, und hier ist der Seli drin, liebe Freunde. Der gibt uns dann eine wunderschön warme Seele mit ins Bett, damit können wir kuscheln und sonst was machen. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Und Link guckt wieder so komisch. Was denn da los, Link? Warum guckst du denn so? Jo, das war's. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss.